Kabidi-Bambi. Hey, Puppe, kommst du öfter her? Bitte was? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Soll das lustig sein? Erst verschleppst du mich und dann kommst du mit sowas? Ist dir am Ende gar nicht aufgefallen, dass ich wirklich, wirklich wütend bin? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Patsch. Boah. Wow, keine Schlägereien in meiner Bar. Es mag ein Treffpunkt für den übelsten Abschaum sein, aber es gibt immer noch Regeln. Er hat angefangen. Ich hab nichts gemacht. Da hat er recht. Es ist kein Verbrechen, wie ein Idiot rumzulaufen. Hey. Aber sich wie ein Idiot zu verhalten vielleicht? Hey, hab ich gesagt. Das Glück, dass ich keine Frauen schlage. Kannst es ja mal versuchen. Vielleicht fange ich damit an, dir den Hintern zu versohlen. Wenn du scharf auf einen gebrochenen Kiefer bist. Wow, wow, wow. Hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt klären wir unsere Streitigkeiten auf zivilisierte Art. Oh nein. Es gibt nur ein Mittel, um euch Streithähne wieder auf Spur zu bringen. Schnabeltier-Bataka. Ach, der Wettkampf. Auf zum Schnabeltier-Bataka. Yay. Oh mein Gott. Okay. Auf geht's. Ich will nicht. Hilfe. Warum sieht er so albern aus? Get on. Okay, ich weiß nicht, was ich tun muss. Let's get ready. Was muss ich tun? Au! Weiß man noch nicht, was man muss. Wenn du nicht schaffst, kriegst du ein Tutorial. Ah, okay. Ich verstehe jetzt. Ich kann damit blocken. Au. Das war fies. Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja gewinnen lassen. Aber es kann auch nicht schaden, meine berüchtigten Rufusreflexe zu trainieren. Okay. Zum Kampf. Trainingspuppe? Was für eine hässliche Trainingspuppe. Es wird mir eine Freude sein, sie mal ordentlich aufzumischen. Nicht, dass ich das Training brauche. Na gut, einmal kann ich es ja probieren. What? Simon Says. Ah, okay. Dem habe ich es gezeigt. Das sollte meine Reflexe jetzt aber nachhaltig verbessert haben. Okay, und wie... Zum Kampf? Ne, ich will ja noch. Kann ich nur so trainieren? Ja. Das. Ab jetzt hast du wirklich eine Chance zu gewinnen. Zum Marktplatz. Zum Kampf. Du siehst hier auf den Tafeln, wie es funktioniert. Nein, verstehe ich nämlich auch noch nicht. Die Tafeln haben es halt. Jetzt die Tafeln angucken müssen. Verdammt. Sehe sie ja gleich nochmal. Auf geht's! Hm, vielleicht nicht? Okay, da komme ich wieder. Der mächtige Ritter. Okay. Get on! Okay, ich... Let's get ready for another violent round of Platypus Bataka! Okay, ich brauche mal... Let's fight! Wo ist mein Ding? So, okay. Die guckt nach oben. Au! So, jetzt darf ich. Oh, zu spät. Dense Defense. Embarrassing. Block at block. Fixed on blow. Yes. Don't shield your balls. Aqua. Okay. Too bad. Sonic Funkly. Hopen. Still awesome. Oh nein! Voila. Ich verstehe es.
Sie so. Coward move. Looking silly bonus. Too bad. This one. Think about bash. Finish each move. Oh oh. Make him leak. Oh. Aber verdammt! Okay, ich hab's aber verstanden, aber ich hab's gerade jetzt irgendwie nicht mehr richtig gedeutet. Das war dumm. Ja. Ja, alles gut, ich gehe nochmal zum Kampf. Ich das hab's heißt noch gar nicht. Ich wollte sie aber es kann auch. Ja, alles gut. Ich hab's verstanden. Wir wieder im Kampf. It's on. Aber man kann's wieder nicht überspringen. Let's get ready for another violent round. Okay. Da wo er sich hinguckt, muss ich blocken. Sie guckt in ihm. So, sie guckt hoch. Ich greif oben an. Was? Bitte. Unten. Was? Ich hab nicht getroffen. Bitte. Unten. Oben. Möchte oben sein. Unten. 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 Hör auf! Lass mich in Frieden. Rage Mode! Finish him! Guck mal. Oh! Sie nochmal? Warum darf sie? Rage Mode. Du musst jetzt ein bisschen blocken. Lauf! Lauf! Ich will auch wieder hauen. Okay. Ich glaube jetzt. Ja. Okay. Hä? Was hat er jetzt getan? Die Arena zerstört. Okay. Das hat Spaß gemacht. Am Ende bist du doch nicht der kleine Idiot, für den ich dich gehalten habe. Tja, meine wahre Größe bleibt den meisten verborgen. Jetzt muss ich nur noch die beiden anderen Facetten von dir überzeugen. Das kriegst du schon hin. Ich muss es wissen. Immerhin sind die anderen ein Teil von mir. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur ohne diese ganzen Allüren und dieses fehlgeleitete Überlegenheitsgefühl. Stimmt. Ich bin super lässig. Und du hast so eine gewisse Verkommenheit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja, danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. Okay, ich habe einen überzeugt. Du musst deine Frage nochmal neu machen, der Ton ist wieder kaputt. Okay. Ja. Also die Übertragung, der Sound? Ja. Für euch genau. Meint ihr? Ja, im Spiel ist es nämlich noch da. Kein Problem. Den kriegt ihr die Übertragung einmal weggenommen, kriegt ihr sie wieder rein und da ist sie wieder. Machen wir doch glatt für euch. So, das Problem ist, wie kriege ich denn die anderen überzeugt? Habe ich noch keinen. So, nehme ich die Shikimiki oder nehme ich Baby Girl? Ja, die will ja zum Ding. Der Versammlung. Moin. Ja. Upsi, ich muss kurz eingenickt sein. Beide Möglichkeiten. Kein Problem, zumindest solange du keinen direkten Hautkontakt mit der Theke hattest. Du bist lustig. Nein, bist du nicht. Okay, aber wie bei Krawallgol auch, bringt es dir nichts, direkt mit dir zu interagieren. Naja. Ich muss das Haus von Mutti finden. Wo ist Muttis Haus? Was? Ja, von der Mutti da. Wo die anderen sich treffen. Mutti? Ach so, von Janosch Mutter. Janosch Mutter, genau. Anit. Wo finde ich Janosch Mutti? Nein, will ich nicht. Gehen wir zum Markt. Hafen? Boxwerkstatt.
Offenladen. Ein Venedig. Hm. Ja, das nichts. Oh, ja klar. Hier ist die Gondel. Wunderte mich, wo die Gondel ist. Ja, die kann nicht zurückgefahren werden vom Skelett. Ja, klar. Das ist mir jetzt dann. Aber hier gibt's kein anderes Haus, wo ich rein kann. Na, dann überleg doch mal, wer zum Widerstand gehört. Vielleicht bringt dir das. Oh ja, okay. Also soll ich nochmal mit dem reden? Jedes Mal, wenn ich mit dem reden will, lässt er mich doch eh nicht mit sich reden. Ja, der bringt dich nicht weiter, weil du hast keine Turniere weg. Oh, Herrgott. Okay. Darf ich nochmal stören? Nein. Stimmt. Für die Turnierferien kriege ich ja auch nicht, weil dafür brauche ich den Drachen und den Drachen kriege ich nicht. Tja, ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Warte mal. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse herumtratscht. Wogegen rebelliert ihr denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Tod dem Organon! Was hat dir der Organon denn getan? Er unterdrückt mich mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Der konnte ausgedrückt. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts. Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Wow. Der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Okay. Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Okay. Ich muss mit eurem Anführer sprechen. Vergiss es. Der Weg zu unserem Unterschlupf ist geheim. Trefft ihr euch nicht im Keller von Janoschs Mutti? Mag sein. Aber das geheime Klopfzeichen kennen nur die Mitglieder. Darf ich bei euch einsteigen, wenn ich dich im Schnickschnack-Schnuck besiege? Niemand besiegt mich im Schnickschnack-Schnuck. Dann besteht ja keine Gefahr, oder? Das ist richtig. Also okay. Warum nicht? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich gehe da mal wieder. Mach okay, das. Also gegen ihn schnicke, schnick, schnack, schnuck, um beizutreten. Jetzt habe ich ja den Schlüssel. Ich habe mit dem Schlüssel eigentlich mal in die Toilette rein. Das gucken. Könnte man machen. Ja, da konnte ich hier die ganze Zeit nicht rein. Ja, jetzt darfst du. Also, dürfen ist immer relativ, ne? Ist es hier drin gerade kälter geworden? Okay. Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur, ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette. Und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Hier steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen. Okay. Entschuldigung. Hm? Du schon wieder. Bin ich jetzt ein harter Kerl? Ach, ich würde wirklich gerne bei euch mitmachen. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du? War doch jetzt auf der Toilette. Ich bin wohlverwegen genug. Bist du nicht? Ja, frag nochmal, was du tun kannst vielleicht. Was soll ich noch gleich tun, um meine genuge Verwegenheit zu beweisen? Die Katze von der Donner rasieren? Nein, 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 nein. Ich sagte, du sollst nicht die Katze von der Donner rasieren. Das wäre extrem gefährlich. Und dumm. Haha, gefährlich ist mein zweiter Vorname. Okay, ich muss die Katze rasieren. Versuch nicht, mich aufzuhalten. Okay, wo finde ich die... Okay.
Ich werde schon Katze bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Ja. Verzieh dich. Muss ich aber irgendwie auch was reinkommen. Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. Dafür brauche ich wieder das goldene Dings. Oh. Es läuft alles auf den goldenen Drachen hinaus. Ja. Das ist der nächste Schritt, den du angehst. Wie kriege ich den goldenen Drachen? Ich will den goldenen Drachen. Ist ja schon gut. Okay, sonst kann ich ihm anbieten. Oh. Antenne? Ich höre Drachen, Lava. Willkommen zurück. Der ist aber unsichtbar und golden. Es tut mir sehr leid, mein Herr. Wir akzeptieren nur Bargeld oder Organspenden als Bezahlung. Müssen es eigene Organe sein? So steht es in der Geschäftsordnung. Verdammt! Aber warte mal, da liegt doch jetzt diese Pille. Was machen die jetzt da wieder? Das kriege ich jetzt gerade nicht ganz. Ja, die Brille, zeig sie ihm mal. Oh ja. Oder sagt er da immer noch das mit den Organen? Er sagt das mit den Organen. Eine sehr gute... Ha, von wegen. Sie ist kaputt und es ist ja... Bezahlen Sie... Oh, Organspende. Ich sehe gerade, sie ist ja... Mein Fehler. Verdammt, ja. Eck. Kannst du sie noch kaputter machen? Ich habe sie bereits geschreddert. Nö. Und ich lasse mir ja einiges vorwerfen. Aber Gründlichkeit gehört nicht dazu. Deswegen. Also irgendwas musstest du damit, glaube ich, machen. Entschuldigen Sie, aber... Auch nicht, wenn sie kaputt... Die unzerstört... Sie ist... Entschuldigen Sie, aber ich muss auch die... Sie... Soll ich denn das machen? Dann musst du noch was anderes vorher tun, glaube ich. Ja, du klopfst da, ich weiß, aber ich komme, ich weiß nicht. Ist ja schon gut. Ja, jetzt hat er die Brille wieder zurückgegeben. Wie komme ich an dieses Drachending? Dann musst du vorher noch woanders hin. Ja, danke. Wenn das nicht funktioniert. Das habe ich mir fast gedacht, aber... Wohin? Ich gebe noch zwei Orte, an die du kannst derzeit. Noch zwei? Also zwei Sachen, die du machen kannst, die du bisher Schau nicht mal her. Hast. Verschwinde. Und wenn ich hier auch angeln will? Erzähl kein Seemannsgarn. Du bist kein Angler. So wie du rumläufst. Außerdem fehlt dir offensichtlich das obligatorische Anglerglück. Und wenn ich dir beweise, dass ich doch ein Angler bin? Ha, das will ich sehen. Wirst du auch. Schön. Und jetzt? Kusch. Okay. Was soll das denn sein? Was schon? Es ist ein Beweis dafür, dass ich sehr wohl ein Angler bin. Das beweist nicht einmal, dass du ein Mensch bist. Wahllose Sachen aus dem Müll ziehen, das kriegen auch Ratten und Wombats hin. Wenn du mir beweisen willst, dass du ein Angler bist, dann zeig mir einen Fang von dir. Ansonsten, Kusch. Okay, ich brauche einen Fang von mir. Ich bin mit dem... Oh. Soll ich denn was fangen? Ich hab dann Haken und ich kann es aber nicht kombinieren. Das habe ich mir bereits geangelt. Ja, das ist mir schon klar. Nicht, dass in den Eimer. Das kann fahren. Ich auch ohne Eimer transportieren. Ich mag das Gefühl, wenn es lohnt. Ja, ja, in der Hose klappert. Ist okay. Okay, also da komme ich nicht hin. Dann in die Bar. Dann zum Marktplatz. In Venedig, da komme ich nur mit dem Ding hin. Wenn ich den Drachen habe. Dafür brauche ich aber die Hand. Ich könnte jetzt mal zu ihr rein. Vielleicht lässt sie mich rein. Ich will die beiden nicht stören. Moment mal, was rede ich denn da? Hallo, Rufus ist wieder da. Verdammt, irgendwie hören die mich gar nicht. Ich will die beiden nicht. Moment. Hallo. Rufus ist wieder da. Ich kann nichts hier machen. Verdammt. Irgendwie hören die mich gar nicht.
Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf. Und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Hm. Nee, das bringt mir auch nichts. Kann ich irgendwas in den Ofen stellen? Der Ofen? Ja, aber was schmeiße ich in den Ofen? Eine Klopapierfetzen. Was ist in den Ofen? Will er nicht. Was ist das denn? So hervorragend sich das hier auch als Brennstoff eignen würde. Dies hier ist ein Kohleofen. Außerdem hoffe ich damit irgendwo noch mehr Schaden anzurichten.